Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, hier im Hohen Hause kommt heute die Antwort der Staatsregierung auf unsere Interpellation zu den Kosten der illegalen Migration zur Sprache. Kurz gesagt, es sind insgesamt über 12 Milliarden Euro, die Sie seit 2016 für die illegale Migration verschleudert haben. Jetzt liegen die Fakten auf dem Tisch. Jetzt wird abgerechnet. Mit viel Geschick verstecken Sie nicht nur die Scheinasylanten im ganzen Land bis zur hintersten Milchkanne im Bayerischen Wald. Sie verstecken die Kosten der Zuwanderung auch in diversen Haushaltstiteln. Beides ist perfide, doch das Spiel ist jetzt aus. Denn wären Sie generös eins aufs andere Mal wiederholen, niemandem würde etwas weggenommen, da ahnt jeder halbwegs vernünftige Bayer, genau das Gegenteil ist der Fall. Ihre links-grün-bunte Willkommensparty kostet uns unglaublich viel. Für Sozialleistungen, für Integrationskurse, für Verpflegung, für versuchte und oft gescheiterte Abschiebungen, für die Einsätze unserer Polizei und nicht zuletzt für die Verwaltung des ganzen Irrsinns. Das alles kostet uns also über 12 Milliarden Euro und Sie geben es aus ohne Sinn und Verstand. Und wer diese bunte Prasserei der Staatsregierung sponsern darf, das steht auch schon lange fest. Der Steuerzahler, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen. Der ausgezehrte, der immer mehr ausgepresste Bürger, der muss das Ganze bezahlen, denn der lebt von seiner Hände Arbeit. Was der Fleiß gewinnt, die Steuer wieder nimmt. Die AfD hat es hier im Landtag aufgedeckt. 2,4 Milliarden Euro verschwenden sie jedes Jahr. Das sind in Summe seit 2016 knapp 12 Milliarden Euro. Wie wollen Sie das eigentlich begründen? Auf diese ganze irre Politik der Steuergeldverschwendung habe ich nur eine einzige Antwort. Geben Sie endlich den Bürgern ihr Geld wieder zurück. Unser Credo heißt in dieser Krise unser Geld für unsere Leute. Und das muss wieder Maßstab einer verantwortungsvollen Regierungspolitik in diesem Lande werden. Was könnte man mit diesen Milliarden nicht alles Gutes für uns, Gutes und Richtiges für unsere Leute tun? Von einer derart üppigen Rundumversorgung kann eine Rentnerin, die ihr ganzes Leben lang hier in Bayern gearbeitet und geschuftet hat, nur träumen. Muss ich Ihnen das wirklich in Erinnerung rufen? Sie erhält durchschnittlich rund 900 Euro. Und ich kenne viele, die bekommen nur 450 Euro im Monat. Davon kann niemand leben, davon kann man nicht mal die Miete bezahlen. Und weil es nicht langt, müssen unsere Rentner auch noch Flaschen sammeln. Das sehen wir täglich. Und das macht mich betroffen. Ich sage es hier in aller Deutlichkeit, Ihre Politik ist unsozial, Ihre Politik ist unserem Freistaat unwürdig. Im Haushaltsausschuss sehen wir es ganz genau, wie Sie den Steuerzahler immer weiter auspressen. Kein Wunder, dass immer mehr Leistungsträger Deutschland den Rücken kehren. Die gut Ausgebildeten werden systematisch aus dem Land vertrieben. Die Scheinasylanten, die kein dauerhaftes Aufenthaltsrecht haben, genau die kommen und die bleiben. Messerstechereien, Gruppenvergewaltigungen, all diese sogenannten Einzelfälle waren vor 2015 kein Thema hier. Wer denkt an unsere Rentner, Geringverdiener und Arbeitslosen? Nochmal unser Geld für unsere Leute. Denn wir sind von den Bürgern hier in Bayern gewählt worden. Das wollte ich Ihnen mal in Erinnerung rufen. Zurück bleibt auch unsere Jugend, denen die Lehrer fehlen, die man um Bildungs- und Zukunftschancen betrogen hat. Zurück bleiben marode Straßen, Funklöcher und eine Internetversorgung, die sogar in der Sahara Afrikas oft besser ist. Und mit ihrer Energiewende rauben sie der bayerischen Wirtschaft auch noch den letzten Rest an Lebenskraft. Ihr Kampf gegen die bayerische Automobilindustrie wird Bayern wieder zu einem Agrarstaat machen. Nichts mehr Laptop und Lederhose, sondern Pfandflaschen und Massenarbeitslosigkeit. Welchen Scherbenhaufen werden Sie unseren Kindern hinterlassen? Wie gut könnte es Bayern gehen, wenn wir eine Regierung hätten, die die Interessen der bayerischen Bürger vertritt? Der Sozialstaat lebt von der Leistungskraft und dem Leistungswillen seiner Bürger und nicht von der Umverteilungsmasse und den Umverteilungsfantasien der Funktionäre und Bürokraten. Das, liebe CSU,
hat Ihnen Franz Josef Strauß ins Stammbuch geschrieben. Unter der CSU 2.0, unter Ihrem Ministerpräsidenten Söder, ist Bayern jedoch zum Sozialamt der Welt verkommen. Schämen Sie sich.